Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nach einer längeren Pause sind wir wieder zurück in unserem Online-Unterricht Sufismus verstehen. Und wir sind im großen Abschnitt, im großen Viertel des Buches, in dem Imam Ghazali über die rettenden Eigenschaften, über die guten Eigenschaften der Seele spricht, nachdem er im dritten Teil über die schlechten Eigenschaften der Seele gesprochen hat. Und wir sind heute angekommen bei einem Kapitel, nämlich der Abschnitt, das Kapitel über die Absicht und die innere Reinheit und Aufrichtigkeit. Und wir werden heute über einen Teil davon sprechen, nämlich über die Absicht. Ich habe heute zu meiner Frau gesagt, es ist leichter, das dritte Buch zu unterrichten als das vierte. Es ist leichter zu unterrichten und zu sprechen über die schlechten Eigenschaften der Seele und über die Faulheit und über die Neigung der Seele zur Dunya und zu Gelüsten und diese ganzen Dinge. Es ist leichter zu sprechen, weil ich das alles aus Erfahrung kenne. Während über diese hohen Dinge, über diese schönen Eigenschaften der Seele und über Gottes Liebe und über Reinheit und über Aufrichtigkeit ist es schwieriger zu sprechen. Warum? Weil das kennt man halt aus den Büchern, aber leider kennt man es nicht wirklich von sich selbst. Aber dennoch ist es sinnvoll, das zu lesen und darüber zu lernen, weil darüber zu lesen und darüber zu hören lässt im Herzen eine Sehnsucht danach entstehen. Also wenn man hört über die guten Zustände der Seele und über die guten Zustände der Gläubigen und so weiter und über hohe Dinge, von denen man vielleicht selbst weit entfernt ist, entfacht im Herzen eine gewisse Liebe dazu und eine gewisse Neigung des Herzens dazu und eine gewisse Sehnsucht. Und vielleicht führt es uns dazu, dass wir irgendwann einmal aufbrechen und uns ernsthaft auf dem Weg in diese Richtung machen. Das ist die Hoffnung. Und in dem Sinn sollen wir es lesen und hören und aufschreiben und so weiter, mit der Absicht, selbst davon wirklich Nutzen zu haben und selbst das mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu leben und mit hohen Zielen diese Dinge zu leben. Und andererseits auch, das ist etwas, was ich immer vergesse zu sagen, wenn man solche Dinge lernt, soll man gleichzeitig auch die Absicht machen, es für sich zu lernen, aber gleichzeitig es auch weiterzugeben. Und aus dem Grund ist es wichtig, auch ganz allgemein bei Unterrichten, sich Notizen zu machen, sich Dinge aufzuschreiben, Dinge zu bearbeiten, weil die zuhören, sollen nicht die Endnutzer sein, sondern jeder von euch soll Multiplikator werden, Multiplikatorin werden, um das, was man hört, weiterzugeben, wenn man es sinnvoll findet. Und nicht nur, dass man selbst sitzt und es genießt und sich denkt, vielleicht habe ich irgendwelche schönen spirituellen Gefühle, wenn ich dem mal zuhöre, sondern dieses Wissen ist dafür da, um weitergegeben zu werden. Genau, das ist nach meiner Meinung. Und wie gesagt, es geht jetzt in diesem Abschnitt um drei Dinge, um die Absicht, die Niyya, um die Aufrichtigkeit der Absicht, Ikhlas und Aufrichtigkeit im Sein, nämlich Sidq. Und das Interessante jetzt an diesen Dingen ist, dass es Eigenschaften des Herzens sind, Eigenschaften der Seele sind oder Zustände des Herzens sind, innere Zustände sind, die aber sehr direkt mit Handlung in Verbindung stehen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich über Absicht spreche, Absicht ist ein innerer Zustand, der im Prinzip auf Handlungen angelegt ist, einerseits, und der Handlungen begleitet. Also in diesem ganzen Abschnitt spricht Imam Ghazali eigentlich darüber, was bringt uns dazu zu handeln, wie ist unser innerer Zustand während des Handelns und wie ist unser innerer Zustand nach einer Handlung. Auch das ist interessant. Und auch das ist aus islamischer Sicht wichtig. Ich habe etwas Gutes gemacht. Ich habe etwas Gutes gemacht. Wie stehe ich jetzt dazu?
Wie denke ich drüber im Nachhinein? Bin ich stolz drauf? Erzähle ich das allen Leuten? Manche Gelehrten haben zum Beispiel gesagt, dass die Akzeptanz einer guten Handlung erkennt man daran, dass man sie vergisst. Dass sozusagen die gute Handlung ist etwas, was in den Himmel aufsteigt und dann für mich nicht mehr sichtbar ist. Wenn ich aber was Gutes gemacht habe und ständig darüber nachdenke, was ich gestern für tolle Sache gemacht habe, dann soll man Angst haben davor, dass es nicht angenommen worden ist. Also die Akzeptanz der Handlung hat damit zu tun, dass der Gläubige eigentlich seine eigene Handlung nicht sehen soll im Nachhinein. Was ich sagen will damit ist, dass es gibt die Handlung an sich und es gibt einen inneren Zustand, der zur Handlung führt. Das ist die Absicht. Es gibt einen inneren Zustand, der die Handlung begleitet, und es gibt auch einen inneren Zustand, der nach der Handlung ist. Und das ist, also ich finde das einfach das Interessante an diesem ganzen Konzept, dass es so umfassend ist. Es ist weder ist es rein esoterisch, so ich schaue nur, dass es sozusagen nur darum geht, meinen inneren Zustand irgendwie zu verbessern, noch ist es reine Handlungsorientierung, dass ich sage, ich mache irgendwas und das wird mich dann retten, was ich mache, sondern es geht um die Kombination aus diesen Dingen. Und wenn man sich zum Beispiel das Ritualgebet überlegt, dann sieht man das sehr deutlich. Das Ritualgebet, wenn man es jemandem erklärt, der das noch nie gemacht hat oder so, dann würde ich sagen, es ist eine Kombination aus drei Dingen. Aus Bewegung, also Handlung, Körperhandlung, richtig, einerseits. Zweitens, aus Sprache, also aus einem direkten sozusagen mentalen Prozess, nämlich bestimmte Suren vom Koran zu rezitieren, bestimmte Duas zu machen, bestimmte Dinge auszusprechen. Das ist die zweite Säule. Und das dritte, eines inneren Zustandes. Der idealerweise der ist, dass man im Gebet ist und bewusst ist, vor wem man steht, bewusst ist, mit wem man sich verbindet und so weiter. Das ist der innere Zustand, der ideal ist. Und das Mindestmaß das Mindestmaß davon ist von uns verlangt, dass wir vor dem Gebet, unmittelbar bevor wir ins Gebet eintreten, eine Absicht fassen. Das ist der Mindestzustand, der von uns verlangt wird. Also der Weg beginnt damit, dass ich zumindest am Anfang des Gebetes noch weiß, wofür ich bete und eine klare Absicht habe, die auf Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet ist. Das ist die Absicht, okay? Und diese Absicht geht weiter und weiter und hat immer höhere Stufen bis zu einem Punkt, wo ein Mensch wirklich im Gebet auf Allah subhanahu wa ta'ala konzentriert ist, mit Allah ist. Und es sind die Zustände, über die berichtet wird von manchen Gläubigen der früheren Zeiten, dass in einer Zeit, wo es keine Narkose gegeben hat, war jemand so schwer krank, dass man den Fuß amputieren musste. Jeder kennt diese Geschichte. Und man hat gewartet, bis er im Gebet steht und hat dann sozusagen im Gebet diesen Eingriff durchgeführt, weil man gewusst hat, im Gebet wird er nichts davon spüren. Das sind hohe Zustände. Es ist nicht der Zustand von jedem von uns. Wir sind die meisten von uns, und ich an erster Stelle, sind weit entfernt davon. Aber es sind Zustände, die das beschreiben. Und das ist eine Geschichte, die hat sozusagen diesen Zustand sehr pointiert wiedergibt. Genau. Und wir haben gesagt, das Erste ist die Absicht. Und er sagt, wisse, dass es keinen Weg zur Glückseligkeit gibt, außer durch zwei Dinge, nämlich durch Wissen und Gottesdienst. Oder durch Wissen und Unterwerfung, durch Ibadah. Ibadah im Sinn von, dass man spürt, wer man ist, dass man weiß, wer mein Herr ist und wer ich bin. Und Imam Ghazali sagt, das ist der Schlüssel zur Glückseligkeit, ist die Kombination aus Wissen und Unterwerfung sozusagen. Und dann sagt er, die Menschen sind alle sozusagen in einem Zustand, der zerstörerische. Die Menschen sind in einem zerstörerischen Zustand. Der Grundzustand des Menschen ist Zerstörung und Selbstzerstörung. Okay? Sagt er. Die Menschen sind alle in einem selbstzerstörerischen Zustand, außer die Wissenden. Das führt eine Gruppe aus. Und unter den Wissenden und die Wissenden wiederum sind alle sozusagen in einem Zustand von Zerstörung, außer diejenigen, die nach ihrem Wissen handeln. Das heißt, der erste Schritt aus der Zerstörung ist zu wissen, ist zu lernen. Der zweite Schritt ist, nach dem Wissen zu handeln.
Dann sagt er, und die Handelnden wiederum, also die Menschen, die sozusagen tätig sind, sind wiederum in einem Zustand von Zerstörung, außer diejenigen, die aufrichtig sind. Und die Aufrichtigen selbst sind in einer großen Gefahr. Imam Ghazali ist sehr, also der schenkt uns nichts. Es ist nicht bequem, sowas zu lesen. Aber es ist trotzdem wichtig. Okay? Genau. Und damit ist sozusagen seine Einleitung für die Wichtigkeit der Absicht und für die Wichtigkeit von Aufrichtigkeit. Genau, und er sagt, die erste Aufgabe, die ein Mensch hat, der zu Allah subhanahu wa ta'ala streben will, ist, dass er seine Absicht kennt, dass er die Absicht kennt. Okay? Das zweite ist, dass er die Wirklichkeit von Aufrichtigkeit, also tatsächliche Aufrichtigkeit, in seiner Handlung versteht. Okay? Und das dritte ist, dass er durch seine Handlungen die Absicht immer wieder verbessert und korrigiert und säubert und reinigt. Das heißt, also Imam Ghazali sagt hier, dass eigentlich der Prozess der Reinigung der Absicht ist ein ständiger, immerwährender Prozess, um den wir uns sozusagen in jeder Phase unseres Lebens kümmern müssen. Also die Grundaufgabe des Menschen ist, seine richtige Absichten zu fassen und die Absichten zu reinigen. Okay? Und dann führt er den berühmten Hadith an, den auch jeder von uns kennt, innamal a'malu binniyat, wahrlich, es ist sehr schwer zu übersetzen, wörtlich, die Taten sind entsprechend der Absichten. Wörtlich. Es wird ja meistens ergänzt in der Übersetzung, die Taten, die Handlungen sind entsprechend der Absichten zu beurteilen. Oder werden entsprechende Absichten belohnt und so weiter. Und dann sagt der Prophet, und wahrlich, jeder Mensch hat das oder jedem Menschen kommt das zugute, was er beabsichtigt hat. Oder jeder Mensch bekommt das, was er beabsichtigt hat. Und derjenige, dessen Auswanderung für Allah und seinen Gesandten war, dessen Auswanderung ist für Allah und seinen Gesandten. Und der, dessen Auswanderung für etwas Weltliches war, das er erreichen will, oder für eine Frau, die er heiraten will, dann ist seine Auswanderung zu dem, was er beabsichtigt hat. Und das ist was sehr Interessantes. Nämlich, Sheikh al-Bud hat immer gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Und er gibt uns das, was wir gehen einen Vertrag ein, wir fordern etwas, handeln dementsprechend und bekommen das, was wir wollten. Und wenn ich nur Dunya will, dann bekomme ich die Dunya. Das Problem mit einer Dunya ist, dass sie sehr vergänglich ist und dass von ihr nichts bleibt und dass sie meistens einen schlechten Nachgeschmack hat. Und wenn du Allah willst und wirklich willst und die entsprechenden Schritte machst, bekommst du das. Das ist, also, und insofern ist es wichtig, hier wird gesagt, das Beispiel des Heiratens ist etwas, was einfach ein Beispiel ist für weltliche Streben oder ein Beispiel, das die Menschen halt stark motiviert, das wissen wir alle. Also die Suche nach Partnerschaft ist etwas, was enorm starke Motivation im Menschen ist. Und es ist aber ein Beispiel dafür, es könnte auch alles andere sein. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wenn ein Mensch etwas macht und damit etwas beabsichtigt, dann im Normalfall, wenn er es richtig macht, bekommt er das, was er beabsichtigt hat. Aber er wird auch dementsprechend im Jenseits dafür entweder belohnt, eventuell bestraft oder seine Taten haben keine Auswirkungen im Jenseits. Okay? Etwas anderes an dem Hadith ist interessant. Das ist jetzt keine Interpretation, aber es ist einfach eine andere Art, wie man sprachlich den Hadith lesen kann und zu einer Tatsache kommen kann, die aber richtig ist, auch wenn sie vielleicht im Hadith nicht beabsichtigt ist. Und zwar wörtlich könnte man sagen, innamal amalu binniyat, die Handlungen sind nur durch Absichten. Also wenn man es ganz wörtlich nimmt, Handlungen sind nur durch Absichten. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig für uns ist. Jede willkürlichen Handlung von uns liegt eine Absicht zugrunde. Jeder von uns würde einfach am Morgen, wenn wir aufwachen vom Schlafen, würde einfach liegen bleiben.
Menschen, die depressiv sind, zum Beispiel schwer depressiv sind, die haben keine Motivation mehr. Und es gibt Menschen, die liegen den ganzen Tag im Bett und kommen einfach nicht mehr auf. Warum? Weil jede Motivation weg ist, jede Nier weg ist. Okay? So, und jetzt stehe ich auf. Warum stehe ich auf? Entweder, weil ich Lust auf Kaffee habe oder weil ich Geld verdienen muss oder will oder wie auch immer. Oder weil ich denke, ich muss beten oder weil mich wer aufweckt oder weil ich mich, irgendwas. Es gibt irgendeine Motivation, dass ich aufstehe. Es gibt eine Motivation, dass wir hierher kommen. Es gibt eine Motivation, dass man hier studiert. Es gibt eine Motivation, dass ich essen gehe, dass ich meinen Hunger stille oder irgendwas anderes. Aber jede Handlung, die wir machen, jede Handlung, die wir willkürlich machen, hat mit einer Absicht zu tun. Okay? Aber die Frage ist, was beabsichtige ich? Also beabsichtige ich nur, mein unmittelbares körperliches Bedürfnis zu befriedigen? Oder beabsichtige ich hinter dieser Handlung noch etwas anderes, etwas Höheres oder etwas Tieferes? Und das ist das, wofür wir dann im Jenseits, dessen Früchte wir im Jenseits sehen werden. Verständlich? Dann gibt's, zitiert einen anderen Hadith, in dem es heißt, wer eine gute Tat beabsichtigt und sie aber dann nicht macht, dem wird eine gute Tat gut geschrieben. Was bedeutet, dass man eine gute Tat beabsichtigt und sie nicht macht, weil man verhindert ist, weil man aus irgendeinem Grund sie nicht machen kann. Okay? Dann wird sie einem gut geschrieben. Und dann nennt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vergleicht die Thematik der Absicht mit vier Fällen. Nämlich er sagt, ein Mensch, der Geld hat und mit diesem Geld Gutes macht. Okay? Also ein Mensch hat Geld und hat Verständnis der Dinge. Und aus diesem Verständnis macht er mit diesem Geld was Gutes und er wird dafür belohnt. Ein zweiter hat kein Geld, aber er denkt sich, wenn ich so viel Geld hätte wie er, würde ich das gleiche Gute machen. Also wenn es mir möglich wäre, was Gutes zu tun, würde ich das Gute machen. Und der Prophet sagt, beide sind im Lohn, den sie haben, gleich. Beide bekommen den gleichen Lohn. Okay? Der dritte, der Geld hat, und dieses Geld für schlechte Dinge verwendet, für Sünden verwendet und so weiter. Und er wird dafür, verdient er entsprechende Abrechnung. Und die vierte Person, die kein Geld hat, aber sagt, oder sich denkt, wenn ich das Geld hätte, würde ich das Gleiche machen wie er. Und der Prophet sagt, beide sind in den Sünden gleich. Und es zeigt, wie wichtig es ist, was wir für unser Leben planen. Was wir in der Zeit, die uns noch bleibt im Leben, vorhaben. Und wenn wir große Pläne und gute Pläne vorhaben, werden wir inshallah Großes und Gutes gewinnen. Wenn wir schlechte Pläne haben, haben wir Probleme mit uns. Genau. Dann wird von Sayyidina Umar ibn al-Khattab berichtet, dass er sagt, die beste Tat ist das zu verrichten, was Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Pflicht gemacht hat. Nummer eins. Nummer zwei, uns davon fernzuhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Und Nummer drei, eine gute Absicht zu machen in Bezug auf das, was bei Allah ist. Das heißt, in Bezug auf das Jenseits, in Bezug auf das, was auf den Lohn, den wir bekommen könnten, gute Absichten machen. Und das sind drei Ebenen, die sozusagen die Schlüssel zum Islam sind. Und dann sagt er, es wurde jemand gefragt, zeig mir eine Handlung, okay, die ich sozusagen beständig für Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Irgendein gutes Werk, das bleiben ist. Okay? Und es wurde ihm gesagt, die Antwort war, beabsichtige das Gute. Beabsichtige das Gute. Nein, beabsichtige das Gute und du wirst davon sozusagen Gewinn haben, egal
ob du diese Handlung durchführen kannst oder nicht. Okay. Und jemand, der sich zum Beispiel vornimmt, in der Nacht aufzustehen und zu beten und seinen Wecker nicht hört, aber den Wecker gestellt hat, der bekommt den Lohn dessen, der gebetet hat. Und dann zitiert er noch einen Hadith, in dem er, der ist ein eher schwacher Hadith, aber die Gelehrten verwenden ihn und er hat Akzeptanz bei den Gelehrten gefunden. Die Absicht eines Gläubigen ist besser als seine Handlung. Die Absicht eines Gläubigen ist besser als sein Handeln. Was bedeutet das? Dass ein Gläubiger in einem Zustand sein soll, in dem das, was er beabsichtigt an Guten und was er plant an Guten und was er an Guten machen will, noch mehr ist als das, was er tatsächlich tut. Warum? Weil der Mensch schwach ist. Aber mit unseren Absichten können wir den Kreis des Guten vergrößern. Ist verständlich? Gut. Und dann sagt er, die Handlungen des Menschen teilen sich in drei Kategorien, jetzt in Bezug auf das Thema, nämlich erstens Sünden. Okay? Und die verändern sich nicht durch die Absicht. Also, eine Sünde bleibt eine Sünde, egal was ich damit beabsichtigt habe. Und er sagt zum Beispiel, wenn wer eine Moschee baut mit einem Vermögen, das mit Geld, das haram ist, das unrechtmäßig erworben ist. Wenn jemand eine Moschee damit baut, dann wird das zu keiner guten Tat, sondern im Gegenteil, er sagt, die Absicht, damit was Gutes zu machen, ist selbst eine Sünde. Also selbst die Absicht, mit Haramgeld etwas Gutes zu machen, ist in sich eine zweite Sünde. Okay. Das ist keine Sünde. Entschuldigung, ich wiederhole nur die Frage, dass das verständlich ist für die Leute, die online sind, auch für die Schwestern. Wenn man eine Sünde unbeabsichtigt macht, zum Beispiel, man möchte eine Katze vom Baum retten und dann fällt man hin und zerquetscht die Katze. Ich habe gesagt, das ist keine Sünde. Das ist ein Unfall. Zwischen Unfall und Sünde ist ein großer Unterschied. Ja, das ist keine Sünde. Ich habe versucht, sie zu retten und ihre Lebenszeit ist zu Ende. Punkt. Eine Sünde bleibt eine Sünde. Das heißt, eine Sünde wird nicht besser, wenn ich sie mit einer guten Absicht mache. Also wenn jetzt jemand, Geld stiehlt, um eine Moschee zu bauen, das ist ein extremes Beispiel, ja. Dann ist damit... ich meine, wir kennen viele, also das sind keine... Also das sind Dinge, die tatsächlich schwierig sind. Nicht Geld stiehlt, das macht anscheinend niemand, aber Spielothek. Menschen machen Spielsalons und sagen, ja, aber ich muss damit meine Moschee, ich muss damit meine Moschee finanzieren oder so. Okay? Oder auch Schulden, also auch Kredite nehmen und so. Aber jetzt nehmen wir die Spielothek, weil es eindeutiger ist. Die Problematik daran ist, dass, wenn man den Menschen fragen würde, okay, warum machst du das? Ja, wir brauchen eine Moschee, wir müssen unsere Jugendlichen retten. Und was man sehen wird an diesen Moscheen ist, dass kein einziger Jugendlicher gerettet wird, sondern dass den Jugendlichen nach der Moschee schlechter geht als vorher. Und das ist etwas, was ich oft gesehen habe. Ich kenne viele, viele Fälle, wo Jugendliche jahrelang in Korankursen sind und sie kommen raus und sagen, sie wollen mit der Religion nie wieder was zu tun haben, weil sie so schlimme Dinge gesehen haben und so weiter. Das sind Einzelfälle, das sind Ausnahmen. In den meisten Korankursen sind gute Dinge, aber einfach ist passiert. Und wir wissen, wie viele Moscheen leer sind. Wir wissen, wie viele Moscheen voll von Konflikten und Streiten und so weiter sind. Ja? Weil wenn Haramgeld in der Sache ist, dann geht der Segen weg. Und wenn kein Segen mehr da ist, und das ist das Prinzip von Tauhid, dass nicht die Moschee rettet die Menschen und nicht der Imam rettet die Menschen, nicht der uns, sondern Allah subhanahu wa ta'ala rettet die Menschen. Durch Dinge.
Und wenn eine Moschee möglich ist, dann Alhamdulillah, wenn sie nicht möglich ist, dann gibt es andere Möglichkeiten. Okay? Und manche Gelehrten vergleichen das Einsetzen von Sünden mit guten Absichten. Sagen sie, es ist so wie ein Najasa, den man versucht, mit Wasser wegzubringen. Und man hat hier zum Beispiel, Entschuldigung, man hat hier Kot und dann beginnt man einfach Wasser drüber zu leeren. Ja, und das Wasser ist sozusagen die gute Tat und der Najasa ist die Sünde. Oder das Wasser ist die gute Absicht und der Najasa ist die Sünde. Und was geschieht? Das Wasser rinnt und verschmutzt immer mehr und die Najasa verbreitet sich. Und das ist das Problem. Und wenn kann man sich vorstellen, was Jugendliche was Menschen in der Moschee lernen, wenn sie wissen, die wird mit Spielautomaten finanziert zum Beispiel, dann wissen sie, okay, eigentlich der Zweck heiligt alle Mittel und deshalb kann ich in meinem Leben eigentlich auch alle Mittel einsetzen, wenn der Zweck gut ist. Und dann verbreitet sich das. Und dann lernen die Menschen in Moscheen, dass ein Kredit eh ganz gut ist, wenn man nur gute Absicht hat. Und dann fangen sie an, sich ihre großen Wohnungen zu kaufen und ihre großen Häuser zu bauen, weil sie glauben, sie brauchen für ihre Kinder 10 Zimmer und so weiter. Und dann beginnen diese ganzen Probleme, die mit Krediten zusammenhängen. Das sieht man total oft. Und das ist ein Beispiel dafür, wie eine gute Absicht sich mit einer Sünde verbindet und dann plötzlich sozusagen das ganze Leben verschmutzt irgendwie. Okay? Gut, das Zweite ist klar, das Zweite, wir haben gesagt, es gibt 3 Kategorien von Handlungen. Die erste Handlung sind Sünden. Und Sünden verändern sich nicht durch Absicht. Okay? Das Zweite sind Handlungen des Gehorsams, also Dinge, die man machen muss. Das Gebet, Fasten und so weiter. Okay? Und hier hat die Absicht natürlich einen Einfluss. Nehmen wir an, es ist bald Ramadan, wir sagen Fasten. Okay? Und hier gibt es jetzt 2 Arten von Absichten. Die erste ist Al-Asl, das heißt die grundlegende Absicht. Die grundlegende Absicht, die ich machen muss, damit mein Gottesdienst gültig wird. Also ich einfach weiß, okay, ich faste morgen für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die grundlegende Absicht, die vom Fiqh her notwendig ist, damit das Fasten Gültigkeit hat. Die Absicht, dass ich im Gebet, vor dem Gebet kurz stehe und ganz kurz mir bewusst bin, okay, ich bete jetzt das und das Gebet, das Pflicht ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich das innerlich weiß, ist meine Absicht und ich mache es deshalb und damit ist das Gebet gültig. Okay? Die zweite Kategorie von Absicht in Bezug auf gute Taten, auf Pflichthandlungen, ist die Absichten, die ich noch auf dieses Fundament aufbauen kann. Okay? Die ich auf dieses Fundament aufbauen kann und die sozusagen den Lohn dieser Handlung vergrößern. Okay? Ich faste, weil morgen Ramadan ist, weil es Pflicht ist zu fasten. Okay. Gleichzeitig kann ich dazu die Absicht machen, ich faste, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, um ihm zu gefallen, um seine Liebe zu bekommen, um mein Herz zu reinigen von dieser Dunya, um mein Herz frei zu machen, um mich an ihn zu erinnern, um den Propheten im Plural, mich auf den Spuren der Propheten zu bewegen, um Solidarität mit den Armen und so weiter und so weiter und so weiter. Man kann viele Absichten machen, die auf dieser einen Absicht aufbauen. Die eine Absicht ist Pflicht und die anderen, und dann bekomme ich für jede einzelne Absicht noch Lohn. Okay? Und dann sagt er noch, und die falsche Absicht kann die Pflichthandlung zur Sünde machen. Die falsche Absicht kann die Pflichthandlung zur Sünde machen. Das heißt, ich habe das Pflichtgebet und ich habe die Absicht, ich bete jetzt, damit meine Freunde sagen, der ist aber fromm. Ja, und wenn ich grundsätzlich deshalb bete, dann ist die Handlung selbst eine Sünde geworden. Okay? Gut. Dann sagt er zum Beispiel, ein anderes Beispiel, das er gibt, ist, du kannst zum Beispiel, du gehst in eine Moschee und sitzt 10 Minuten in der Moschee. Warum? Oder du sitzt in der Moschee. Warum machst du das?
Also du kannst damit beabsichtigen, zum Beispiel das Gebet zu erwarten und damit das, was der Prophet also gesagt hat, über das Warten auf das Gebet in der Moschee, diesen Lohn zu bekommen. Du kannst Etikaf beabsichtigen, das heißt das Zurückziehen, die Sunna, sich Zurückziehens in der Moschee. Du kannst beabsichtigen, die ganzen Dunya-Einflüsse auf dein Herz zu verringern, damit du frei wirst für Gottes Gedenken und so weiter. Das sind so. Gut. Und das Dritte und Wichtigste für uns, oder auch was sehr Wichtiges für uns, sind die Dinge, die von Grund auf erlaubt sind, die Mubahat. Die Dinge, die weder verboten sind, noch unbedingt die Pflicht sind, sondern die Dinge, die wir eben so machen im Leben. Essen, trinken und so weiter und so weiter. Okay? Dinge, die einfach die Mubah sind, die einfach erlaubt sind. Und er sagt, es gibt nichts von den erlaubten Dingen, welches nicht, es gibt, muss ich grammatisch richtig formulieren, oder ist anders, jede einzelne Handlung, die ich im Leben durchführen kann, die erlaubt ist, kann durch die richtige Absicht dich zu den höchsten Stufen der Gottesliebe und der Gottesnähe führen. Es gibt nichts, das davon ausgenommen ist. Jede erlaubte Handlung, wenn ich sie mit richtigen Absicht mache, ist eine Tür. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für uns zu verstehen. Jeder Moment, der uns gegeben ist im Leben, ist eine Tür zu Allah. Jeder Moment. Jeder Moment, der uns gegeben ist, ist neue Hoffnung für uns. Jeder Moment, der uns gegeben ist, ist eine Chance, uns zu korrigieren. Okay? Und genau, er sagt, es gibt nichts, was davon ausgenommen wird. Und dann sagt er, und wie groß ist der Verlust dessen, der das ignoriert? Wie groß ist der Verlust des Menschen, der Milliarden von Momenten in seinem Leben hat und jeder Moment bietet diese Riesenchance, nur durch eine Absicht, durch die Absicht, dieses Wasser zu trinken. Durch die Absichten, die guten Absichten, die ich machen kann, wenn ich dieses Wasser trinke, kann ich Lohn bekommen, kann ich Allah subhanahu in der Nähe kommen. Und gleichzeitig kann ich meinen Durst damit löschen. Und wie ist es, wenn ich das ignoriere und einfach nur Wasser trinke, weil ich meinen Durst löschen will und alles andere vergessen habe? Wie groß ist der Verlust dieses Menschen, sagt er. Genau. Und wie groß ist der Verlust des Menschen, der mit den Dingen so umgeht, wie das Vieh umgeht mit den Dingen? Der trinkt, weil er Durst hat, der isst, weil er Hunger hat, der schläft, weil er müde ist und sonst nichts. Und nichts darüber hinaus beabsichtigt. Und sozusagen das, was den Menschen vom Vieh unterscheidet, was den Menschen mit dem Vieh und mit den Tieren gemeinsam hat, ist Hunger, Durst und so weiter und das Bedürfnis zu stillen. Aber was den Menschen unterscheidet, ist die Möglichkeit, eine Absicht zu fassen, um aus diesen Dingen einen Gottesdienst zu machen. Das heißt, die Engel am jüngsten Tag, wenn sie sehen, dass ein Muslim, ein Anhänger, dass jemand, der von der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Hölle bestraft wird, dann wundern sie sich und sagen, wie kann das sein? Niemand hat so viele Chancen gehabt wie diese Umma. Ja? Und es ist für niemanden so leicht gewesen, ins Paradies zu kommen. Gut. Dann ein anderes Beispiel, sich zu parfümieren. Und er sagt, du kannst mit diesem Parfum, kannst du beabsichtigen, der Sunna zu folgen. Du kannst beabsichtigen, die Moschee zu respektieren. Und du kannst beabsichtigen, schlechte Gerüche von den anderen Menschen, von deinen Mitmenschen fernzuhalten, sozusagen soziale Etikette zu haben und Rücksicht auf deine Menschen zu nehmen. Und er sagt, Imam Shafi'i sagt, man dab rihuhu zada akluhu. Der, dessen Duft, dessen Geruch gut ist, der einen guten Geruch hat, dessen Verstand wird schärfer. Dessen Verstand nimmt zu. Also der Geruch, den wir haben, hat einen Einfluss auf unsere geistigen Kapazitäten. Interessant, oder? Gut. Und einer der Salaf, einer der frühen Gläubigen hat gesagt, ich liebe es, in jeder Sache, die ich mache, eine Absicht zu fassen. In meinem Essen, in meinem Trinken, in meinem Schlafen, sogar wenn ich auf die Toilette gehe. In jeder Ding eine Absicht zu fassen. Genau. Und ja.
Und er sagt, halte nichts von den Momenten deines Lebens für gering. Halte nichts, was du machst, für gering. Jeder Moment ist eine große Chance. Und rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Okay? Und korrigiere, sagt er, und korrigiere deine Absicht, bevor du irgendetwas machst. Bevor du was machst, korrigiere deine Absicht. Und dann sagt er, und es gibt Menschen, die unwissend sind, sagt er, Juhal, die unwissende Menschen, die hören das vielleicht, die hören etwas über die Absicht und denken sich, die Absicht würde bedeuten, das ist sehr wichtig, denken sich, die Absicht würde bedeuten, irgendeinen bestimmten Satz zu sagen. Aber es ist nicht so. Die Absicht ist in Wirklichkeit ein Zustand. Ist ein innerer Zustand, mit dem ich auf die Dinge zugehe. Und es ist nicht so, dass ich jetzt, ich trinke aus Lust irgendwas und sage, für alles. Das reicht nicht, das zu sagen. Wir sagen es vom Gebet und wir sagen es, um unser Herz zu erinnern. Aber die Absicht ist nicht das, was ich sage, sondern das, was im Herzen ist. Okay? Und dann sagt er, die Absichten der Menschen in Bezug auf gute Taten sind drei. Es gibt drei Gründe für Menschen, gute Taten zu machen. Erstens, aus Angst, also die akzeptierten, die richtigen Absichten für gute Taten sind. Erstens, Angst vor Strafe. Zweitens, Hoffnung auf Gutes. Und drittens, und das ist die höchste Stufe, gute Taten zu machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala es verdient. Ihn anzubeten, weil er es verdient. Ihn nicht anzubeten für aus Angst oder aus Hoffnung auf irgendwas, sondern um seiner selbst willen. Und er sagt, das ist die höchste Stufe, die für die meisten Menschen, von den meisten Menschen weit entfernt sind. Und diese Stufe wird für niemanden möglich sein, dessen Herz mit der diesseitigen Welt verbunden ist. Also ein Mensch, dessen Herz verloren ist in den Dingen der diesseitigen Welt, für den ist es unmöglich, wirklich Allah anzubeten, für seinen Selbstwillen. Das ist eine Erklärung dazu, dass die Absicht ein innerer Zustand ist, den man erreichen muss, an dem man arbeiten muss, der lang dauert und so weiter. Okay? Aber für uns jetzt, wir erinnern uns dran und konzentrieren uns drauf, dass das, was wir beabsichtigen, entscheidet über unser Jenseits. Das, was wir beabsichtigen, entscheidet über unser Jenseits, entscheidet über unsere Zukunft. Wenn wir unsere Zukunft sichern wollen, dann sollen wir uns um unsere Absichten bemühen. Und wir haben jetzt noch einige Tage von Rajab. Sonntag ist wahrscheinlich der letzte Tag. Und Rajab ist der Monat von Tauba, ist der Monat von Reue. Der Monat, wo wir unsere Sünden bereuen, und ist die große und die ist sozusagen die letzte große Vorbereitung vor Ramadan. Und auch wenn unsere Herzen so verhärtet sind von unseren Sünden, dass wir eigentlich keine Reue mehr spüren, dann zumindest beabsichtigen wir sie und machen eine klare Absicht, dass wir diese Tage jetzt noch verwenden wollen für Reue, für Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala, für eine Wiederabrechnung mit uns selbst. Und Rajab, wie schon oft gesagt worden ist, Rajab ist die Zeit, in der die Samen gesetzt werden. Und Schaban ist die Zeit, in der gegossen wird. Und Ramadan ist die Zeit, wo geerntet wird. Und wir haben jetzt diese drei Monate vor, also nicht mehr vor uns, wir sind mittendrin. Rajab ist fast vorbei. Die meisten von uns haben die meiste Zeit von Rajab verschlafen innerlich. Und haben die großen Chancen nicht genutzt. Rajab wird genannt Rajab al-Asab, der Rajab, in dem es niederströmende Rajab. Warum? Aufgrund der Barmherzigkeit, die in diesem Monat niederströmt auf die Menschen. Die Rahma, die in diesen Tagen und Nächten auf die Menschen einfließt. Und wenn wir jetzt die 25 Tage von Rajab, die vergangen sind, versäumt haben,
dann zumindest machen wir jetzt die Absicht, dass wir inshallah die 5 Tage noch, die letzten Tage noch verwenden und noch in guter Art und Weise nutzen, dass wir Schaban in bester Weise nutzen und dass wir uns vorbereiten auf Ramadan, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass wir diesen Ramadan noch erreichen dürfen, dass wir noch leben bis zu Ramadan. Wie der Prophet also gesagt hat, segne uns in Rajab und Schaban und lass uns Ramadan erreichen. Und Ramadan zu erreichen, wenn wir einen Tag von Ramadan erreichen, ist etwas Großartiges. Und inshallah erreicht man den ganzen Ramadan in besten Zuständen. Aber auf jeden Fall, wir sollen jetzt schon gute Absichten machen. Wir sollen jetzt schon gute Absichten für Ramadan machen. Und viele Leute spüren im Ramadan nichts. Und der Grund ist, dass wir nachlässig sind in den Monaten vorher. Dass wir die Monate vorher ignorieren. Genau. Jedenfalls machen wir Absicht, dass wir inshallah Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden machen, dass wir unseren Zustand verbessern, dass wir unsere Absichten verbessern, dass wir Gutes tun für uns und für die Menschen inshallah und für die Umwelt, für die Welt, die uns umgibt. Und wir wissen, wie dringend das ist, wir wissen, wie dringend die Welt das braucht, wir wissen, wie dringend diese Welt Segen braucht, wir wissen, wie dringend diese Welt Menschen braucht, die Herzen verbinden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Die Menschen aufwecken, die unsere Seelen und Herzen aufwecken für diese schöne Zeit, für diese gute Zeit. Und Alhamdulillah, der islamische Kalender ist voll. Das Jahr, das ein Muslim, ein Gläubiger lebt, ist voll von Guten. Ist voll von Guten. Und es wird uns ständig, werden uns Chancen geboten, besser zu werden, höher zu steigen, zurückzukehren und so weiter. Der Sonnenkalender ist langweilig. Der Sonnenkalender ist langweilig, richtig? Gibt es irgendjemanden, der schreibt über die Vorzüge des November? Vielleicht nur über die Vorzüge des Mai zum Beispiel. Warum? Weil es einfach, weil die Natur schön ist. Stimmt auch. Aber über die spirituellen Vorzüge oder so gibt es keine Geschichte dazu. Aber diese Zeit jetzt ist verbunden mit schönen Geschichten, mit heiligen Dingen. Und Allah soll unsere Herzen erwecken, inshallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad ibn Allah.